Ich liebe Hautpflege wirklich. Also wirklich doll. I mean, wirklich doll. Aber das ist viel zu viel. Wir betreiben hier kein Routine-Shaming. Es ist einfach nur sehr viel. Das sind um die 16 Produkte und davon wird ein Großteil auf der Haut nur verdunsten und nicht wirklich viel machen. Und trotzdem rötet sich die Haut immer weiter, weil es einfach zu viel des Guten ist. Deswegen hier für euch, wie ihr einfach eine Routine bauen könnt, ganz kurz und knapp für alle. Schritt 1 ist immer die Gesichtsreinigung. Ob Reinigungsöl, Schaum, Gel, whatever, ist euch überlassen. Es ist wirklich egal. Danach könnt ihr einen Gesichtswasser verwenden. Müsst ihr nicht, aber könnt ihr, wenn ihr es mögt. Als nächstes kommt ein Serum. Ob für die Haut, bei ihrer Feuchtigkeit, was auch immer, ist auch euch überlassen. Ich nehme in dem Fall alles in allem, aber ein Serum. Diesen Schritt könnt ihr 1-4 Mal die Woche machen. Ein Wirkstoff eurer Wahl. Ob es ein chemisches Peeling, Vitamin A ist, völlig egal, aber ein Wirkstoff. Müsst ihr aber nicht jeden Tag verwenden. Abends kommt zum Schluss noch eine Feuchtigkeitspflege und tagsüber kommt entweder Feuchtigkeitspflege und Sonnenschutz oder nur Sonnenschutz, wie ihr wollt. Wenn ihr Spaß an einer langen Routine habt und sie gut vertragt, macht das gern. Aber für die, die neu anfangen, das ist kein Muss und das braucht ihr wirklich nicht. Die Basics reichen aus. Ich hoffe, ich konnte einigen weiterhelfen und vielleicht die Verwirrung aufklären. Einen wunderschönen Tag noch. Tschüss!